Ja, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Der Vortrag heute findet im Rahmen der KI-Weiterbildungen statt, organisiert vom BHDL. Sie sehen hier unten dieses Logo, das Berliner Hochschulnetzwerk für digitale Lehre. Wir freuen uns, dass wir gefördert von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre einige Veranstaltungen durchführen können. Und vor allen Dingen, dass wir Sebastian Sierra Barra für diesen Vortrag gewinnen konnten. Wir haben jetzt letzte Woche schon bereits einen Workshop zu KI in der sozialen Arbeit gehabt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo wir auch gerade das Alleinstellungsmerkmal treffen. Es gibt bisher ganz, ganz viel, was sich irgendwie mit KI beschäftigt, ganz viele Veranstaltungen, ganz viele Weiterbildungen. Aber es gibt relativ wenig, was sich mit KI in der sozialen Arbeit beschäftigt, also mit den gesellschaftlichen Auswirkungen, die natürlich auch auf uns zukommen. Und ich glaube, genau deswegen ist dieses Thema so wichtig und bin ich froh, dass wir einige Veranstaltungen dazu machen können. Wir haben nächste Woche auch noch ein Symposium bei uns an der KHSB, an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin, zusammen mit der Evangelischen Hochschule, also der Heimathochschule von Sebastian. Und genau, also und da werden wir unter anderem auch Sebastian begrüßen dürfen und auch noch einige andere Menschen, also sowohl Vertreterinnen der Leitungen von beiden Hochschulen, der Studierenden und eben der ProfessorInnen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, weil es dann nämlich genau darum geht, was müssen wir jetzt oder was bedeutet das jetzt auch für die Hochschulen, für die Hochschullehre und dann aber natürlich im weiteren Schluss auch für die Praxis der sozialen Arbeit. Genau, ich glaube, das reicht an Werbeblock. Ich gebe gerne einfach mal weiter an dich, weil die Leute sind alle gekommen, um dich sprechen zu hören und nicht mich. Insofern vielen Dank und ich freue mich sehr auf den Vortrag. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue, das ist immer, die Höflichkeiten sind nett, ne? Ich freue mich total hier zu sein und das ist eigentlich muss ich mich bei euch mehr bedanken und so weiter. Aber wirklich, ich freue mich und du hast es schon gesagt, Rieke, es ist, ich finde, das ist erwähnenswert, ja, nicht nur, dass wenig da ist, sondern insgesamt, das ist gar nicht als Kritik gemeint. Und auch nicht als Selbstverteidigung, aber wir müssen zugeben, wir haben es im Vorgespräch am Telefon, haben wir mal kurz darüber gesprochen. Ich finde es wirklich erwähnenswert. Wir sind alle sozusagen mit Entwicklungszusammenhängen konfrontiert, die für uns auf eine Art und Weise neu sind, dass wir händeringend nach Erklärungsmodellen suchen und eigentlich nicht verstehen, was nicht neu ist. Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich haben Menschen immer erst retrospektiv verstanden, was eigentlich passiert ist. Es gibt vielleicht Ansatzpunkte zu sagen, die Zeiten, in denen man verstehen kann, werden kürzer. Aber das ist eine These, steht ja auch gar nicht hier im Vordergrund. Aber im Sinne von dem, was ich heute versuche, ist wirklich ein Versuch. Das heißt sozusagen für mich, ich bin weder Informatiker noch bin ich ausgebildeter KI-Experte in dem Sinne, sondern es ist der Versuch, wie immer, was passiert, wenn Querschnittsthemen auftauchen und man das Gefühl hat, man kommt nicht dran vorbei und man muss sich damit auseinandersetzen, wem folgt man? Und das, für das ich plädiere, ist auch innerhalb der sozialen Arbeit, dass man sich ein. Was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, das ist im besten Sinne ein Versuch, ein Denkversuch. Und ich freue mich auf das Gespräch im Anschluss oder die Diskussion im Anschluss, weil das gar nicht sozusagen von dem hohen Ross des Wissenden, ne, das sind sozusagen, ich glaube, wir müssen versuchen zu verstehen und zu denken und auszuprobieren und mutig sein. Und das, was sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle als Provokation anhört, ist eher aus einer Hilflosigkeit mit den Modellen, die wir haben, nicht weiterzukommen. Ja, das ist, ich möchte anfangen, das ist eine kurze Übersicht. Also, kurz zu meinem Hintergrund, vielleicht die, die mich nicht kennen. Rieke hat schon gesagt, ich komme von der Evangelischen Hochschule Berlin, habe da eine Professur für Organisationsentwicklung, habe in Frankfurt am Main ursprünglich mal Soziologie oder Gesellschaftswissenschaften studiert und bin dann in die Medienanthropologie abgewandert und habe da promoviert zum Thema digitale Praxen in der Vermutung, dass digitale Praxen oder Praktiken etwas anderes sind als analoge. So ein bisschen kommt heute drin vor, natürlich. Die sozusagen die Aufteilung oder die Unterteilung ist ein bisschen programmatisch, weil ich unterstelle, dass wir
nicht nur bei KI, sondern prinzipiell, seit wir dieses Querschnittsthema Digitalisierung diskutieren, das machen wir dann doch schon seit vielen Jahren, auch in der sozialen Arbeit, immer noch größtenteils oder in der Regel, selbst wenn wir versuchen, das zu umgehen, mit einem instrumentellen Verständnis von Technologie rangehen und dann sich automatisch die Fragen aufdrängen, sind das Dinge, die wir integrieren müssen, können, sollten und wenn ja, wie? Ja, das heißt, wir gehen immer davon aus, dass es sozusagen sowas wie Werkzeuge oder Tools, wie man dann gerne sagt, weil alles so angliziert ist, aus dem Englischen wird es gerne alles übernommen. Ich gehe einen anderen Weg. Ja, deswegen sage ich es ein bisschen programmatisch. Die aktuellen Entwicklungen, ich mache die nur ganz kurz, damit wir ein bisschen einen Überblick haben, was so Stichworte sind, die gerade kursieren, die alle technologischer Herkunft zu sein scheinen. Und dann werde ich dieses Thema soziale Ungleichheit als technologische Herausforderung, deswegen Fragezeichen, anschauen, ob das wirklich eine technologische Herausforderung ist, die damit verbunden wird oder ob sich das nicht irgendwie anders darstellt oder anders vernetzen muss. Und dann im letzten inhaltlichen Teil sozusagen unterstelle ich dann im Laufe des Vortrags, dass wir eigentlich einen Systemwechsel gerade erleben, das ist das Unausgegorene, der schwierig ist, auf den Begriff zu bringen. Aber ich glaube, die soziale, warum ist das hier natürlich doch verbessert? Eigentlich muss es heißen, soziale Arbeit als Teil eines biotechnologischen Systemwechsels. Es tut mir leid, irgendwas ist da, keine Ahnung. Aber dass wir sozusagen, das ist das Experimentierende am Vortrag. Was würde passieren, wenn wir das so denken? Wäre die soziale Arbeit dann Teil eines Systemwechsels, der auch das Grundverständnis der sozialen Arbeit nochmal hinterfragt. Ja? Und die Schlussbemerkung ist dann eine weiterführende Eröffnung für die Diskussion. KI steckt im Titel drin, das ist auch Teil der ganzen Reihe Künstliche Intelligenz, ich glaube, mit ausgelöst durch den ChatGPT im November 2022, dass wir sozusagen in den letzten Monaten massiv über generative AI oder künstliche Intelligenz sprechen. Und zumindest bei uns an der Hochschule haben wir das im Kontext der Lehre als eine Herausforderung, wie ich glaube, alle Bildungssysteme zurzeit zwischen, ist das eine neue Technik oder Technologie oder Methode zu betrügen? Wie früher das Plagiat, können jetzt Studierende mit generativer KI ihre Hausarbeiten und Bachelor- und Abschlussarbeiten aller Art bis zur Doktorarbeit und so weiter faken oder sich schreiben lassen. Da gibt es bei YouTube zahlreiche Videos inzwischen, wie schaffe ich ein Studium in 3 Tagen und so. Ja, das ist nur im Sinne ein Beispiel, was gerade aktuell, zumindest bei uns an der Hochschule auch, ich vermute bei euch auch, an der KSB, eines der zentralen Themen war und ist, zu sagen, okay, was macht es eigentlich mit unserem Lehrbetrieb? Man kann das auf den gesamten sogenannten gesellschaftlichen Raum übertragen, dass wir überall die Frage gestellt bekommen, wo soll KI wie eingesetzt werden? Und Sie und ihr, je nachdem, wie ihr den Blätterwald beobachtet, gibt es ja seit wirklich zahlreichen, also seit vielen Monaten zahlreiche unterschiedliche, ja, teilweise alarmistische Überschriften, die bis zur Ausrottung des Menschen durch die KI davor warnen und so weiter. Überall hat man das Gefühl, okay, das ist zwischen Verteufelung und dann gibt es die es über den grünen Klee loben. Also irgendwas scheint da groß im Gange zu sein. Ich glaube ehrlich gesagt, es ist an der Stelle alles ein bisschen übertrieben. Nicht, weil es nicht interessant ist, sondern ich glaube, wir müssen es anders diskutieren. Was aber dazugehört zu diesen aktuellen Entwicklungen, die vielleicht je nachdem, wo man herkommt, unterschiedliche Aufmerksamkeit bekommen haben, sind andere generative Techniken oder Technologien. Virtuelle Realität, Virtual Reality, die Brillen, die man bei Mediamarkt oder Saturn oder so, ne, ausprobieren kann. Oder bei IKEA oder so. Das sind in dem Sinne auch generative Techniken, weil sie erstmal im klassischen Sinne das, was wir als Raum verstehen, hochrechnen. Sie erzeugen virtuelle Räume, in denen man sich dann, wenn man den Kopf bewegt, Sachen angucken kann. Manchmal kann man Dinge bewegen und so weiter. Das ist in dem Sinne auch generativ, weil wir
mikrophysikalisch gesprochen durchaus mit Realitäten zu tun haben, die nicht die sind, die wir als analoge bezeichnen. Ja, ich sitze gerade in meinem Wohnzimmer, das ist sozusagen im klassischen Sinne ein materieller Raum, aber diese virtuellen Realitäten sind nicht in Anführungsstrichen weniger materiell, sie sind nur anders zusammengesetzte, deswegen mikrophysikalisch anders zusammengesetzte Formen von Räumen. Und das ist sozusagen Neuentwürfe. Ja, das ist durchaus interessant. Da komme ich später intensiver dazu. Die Mixed Reality, die gemischte Realität, ist so eine Verbindung oder Augmented Reality, wo wir analog digital versuchen, in Beziehung zu setzen für die sozusagen Seite der Belustigung war eine der großen, wie sagt man, ja, also so ein Fokus, den alle mit oder viele mitbekommen haben, war, als dann Pokémon Go dazu führte, dass Menschen durch den Stadt- oder Parkraum gerannt sind und Leute, die nicht wussten, worum es geht, sich gewundert haben, warum Menschen mit ihrem Smartphone irgendwie quer durch den Garten rennen. Also sozusagen gemischte Realität, wo man plötzlich digital erzeugt oder errechnete Informationen nutzt, um sich dann im analogen Raum zu bewegen. Ja, die ganzen GPS-Systeme, die wir auf den Smartphones mit uns rumtragen. All das sind in dem Sinne, wenn man so will, generative Praktiken. Man kann auch sagen, wir leben in einem Zeitalter, das sich massiv damit beschäftigt, wie man Zusatzinformationen derart erzeugen kann, dass man den Alltag neu organisiert. Zu den neueren Entwicklungen auf der Organisationsebene, da spielt KI im Zweifelsfall auch eine Rolle, sind dezentrale autonome Organisationen, sogenannte DAOs, die an unterschiedlicher Stelle das Versprechen auf das Vermeiden von sogenannten Intermediären, also zum Beispiel Bankensystemen oder so, in die Welt gesetzt haben oder auch im Kontext von Unternehmen. Man kann auch die Management-Ebene unterlaufen oder ersetzen durch künstliche Intelligenz und gleichzeitig die so organisieren, dass sie als dezentrale autonome Organisation gedacht sind. Die Organisationsstruktur ist dann flach, anstatt hierarchisch aufgebaut. Das in dem Sinne auch generativ, weil die auch da sozusagen die Neuerfindung in Anführungsstrichen von sozialen Systemen, die Neuorganisation von Rollen in so einer Mischung aus Infrastruktur und Interaktion oder Interaktion zwischen Mensch und Gerätschaften und so weiter angedacht wird. Das Internet der Dinge ist Internet of Things, ja, das IoT. Das ist schon länger, da hat so ein bisschen an Aufmerksamkeit verloren. Ich glaube aber, gerade im telemedizinischen Bereich und so weiter, also ich habe heute Morgen lustigerweise mit einem Kollegen telefoniert, der gesagt hat, mein Lautsprecher funktioniert nicht mehr. Ich habe jetzt über Bluetooth mein Handy mit der Box meiner Tochter verbunden. Ich rede jetzt mit dir über den Lautsprecher meiner Tochter. Also das Vernetzen von Alltagsgegenständen, Smart Homes und so weiter. Das ist vielleicht nicht mehr so im Fokus, aber das läuft schon. Ja, Alexa, diese ganzen alltagsvernetzten Gegenstände, der Markt hat nicht aufgehört. Und das ist der einzige Begriff, der sozusagen nicht marktfähig ist oder der nicht in die Reihe gehört. Aber ich würde sagen, das ist, gehört als Entwicklungszusammenhang doch da rein, ist, dass wir Plattformsozialitäten haben. Das sind sozusagen neue Formen der sozialen Zusammenhänge. Und das bringt mich dazu, ich war ganz dankbar, in dem Handbuch Soziale Arbeit und Digitalisierung, diese Entwicklung oder diese Veränderungen, als etwas zu begreifen, das genau dagegen geht, was ich anfangs gesagt habe. Wir dürfen diese ganzen technologischen Entwicklungen nicht als Werkzeuge verstehen. Ja, und ich lese es langsam vor, man kann mitlesen. Es wäre banal und wenig zufriedenstellend, lediglich festzustellen, die soziale Arbeit werde digitaler. Und soziale Arbeit habe sich in ihren Arbeitsabläufen und Angeboten und ihren Entscheidungen mit einer wie auch immer gearteten Digitalität auseinanderzusetzen oder zu behaupten, dass Prozesse notwendigerweise digitalisiert werden müssten. Vielmehr geht es darum, einen differenzierten Blick auf Entwicklungen, Widersprüche, Fragen und Herausforderungen zu werfen, der die Verflechtung des Digitalen mit den fachlichen Logiken der sozialen Arbeit herausarbeitet und einer Analyse zugänglich macht.
Ich, das kann man vielleicht anders interpretieren, ich interpretiere das und deute das tatsächlich so, dass es eben nicht darum geht, sich zu überlegen, wir haben jetzt so eine neue Gruppe von Tools und wir müssen jetzt überlegen, wie wir die in der sozialen Arbeit integrieren oder anwenden. Und dann kann man sagen, soziale Arbeit wird digital oder man kann dann in Anlehnung an die 1, 2, 3, 4 sagen, so, soziale Arbeit 4.0 oder so. Ich finde den zweiten Teil wichtig, ja. Es geht darum, einen differenzierten Blick auf die Entwicklung und Widersprüche, Fragen und Herausforderungen zu werfen. Und die Verflechtung des Digitalen mit den fachlichen Logiken, darauf werde ich jetzt heute den Fokus legen, zumindest so wie ich das interpretiere, ist, was für ein Analyseraster brauchen wir eigentlich, um zu verstehen, was für die soziale Arbeit an Herausforderungen in der Verflechtung mit dem Digitalen eigentlich entsteht. So. Als Einstieg, das ist jetzt sozusagen die Umdeutung, ja, ist, wir haben verschiedene Begriffe. Medien, der ist uralt, wenn man Medium versteht als zum Beispiel Radio oder Fernsehen oder auch Buch, dann kann man das sozusagen historisch sehr, sehr weit zurückdatieren. Je nachdem, tausende von Jahren, wenn man den ersten Faustkeil als Medium versteht, dann, also Frank Hartmann hat mal über den Chopper, den Faustkeil als in Information gebrachtes Medium geschrieben, dann sind es bis zu 3,7 Millionen Jahre zurück. Sagen wir mal so, die Unbestimmtheit des Begriffs ist an der Stelle trotzdem hilfreich, weil egal welche Medienformation wir angucken, in der Regel vernetzen Medien. Aber sie sind nicht auf die Art und Weise vernetzt, wie wir das heute eben mit dem Internet der Dinge oder so zur Verfügung haben. Das heißt, Gerd Lohfink hat das sozusagen versucht zu unterteilen, indem er sagt, wir haben eigentlich drei Begriffe, die als Entwicklung aufeinander aufbauen und die aber einen qualitativen Unterschied machen. Und er sagt, der Begriff der Plattform impliziert, dass alle Teile und das alles Teil einer großen Infrastruktur ist. Wir haben es tatsächlich mit einer infrastrukturellen Wende zu tun. Also historisch gesehen von einem Medienverständnis hin zu einem Netzverständnis, das relativ kurz läuft, also Netzwerkgesellschaft in den 90er Jahren, ist dann so ein Höhepunkt der Idee, dass Netzwerke damals auch, da habe ich gerade angefangen zu studieren, durchaus eine Absatzbewegung zum Gesellschaftsbegriff. Das mag vielleicht eine Frankfurter Bubble gewesen sein, aber wir haben ernsthaft diskutiert, ob die Netzwerkgesellschaft, Manuel Castells war sozusagen eine der großen Referenzen, der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft nicht das Ende der Gesellschaft ist, im Sinne der modernen national territorial völkisch verorteten Selbstorganisation von Menschen. Ich zeige das deshalb, weil das, was ich gehe nochmal kurz zurück, das, was Gerd Lohfink hier anspricht, ist, Infrastruktur und Gesellschaft fallen nicht zusammen. Ja, alles als Teil einer großen Infrastruktur zu betrachten, deswegen sagt er, es ist eine infrastrukturelle Wende, ist nicht zu sagen, wir haben eine neue Gesellschaft, sondern das ist bei Gerd Lohfink explizit der Versuch, mit dem Begriff der Infrastruktur etwas zu benennen, was durchaus sozial ist, aber nicht mehr Gesellschaft ist. Und diese infrastrukturelle Wende bleibt offen, wie wir die denken müssen. Als Netzkritiker sagt Lohfink, was wir haben, sind Plattformen. Amy Webb geht anders darauf ein. The Big Nine ist in Analyse von Selbstaussagen, unter anderem von Google, aber auch na, wie heißt es, Alibaba und so weiter. Es gibt sozusagen verschiedene Plattformunternehmen, die selber programmatisch sagen, wie die Zukunft aussehen soll. Und eine dieser Aussagen ist jetzt im Übergang, ja, während Manuel Castells noch sagt, wir haben in den 90er Jahren durch das World Wide Web eine Veränderung sozialer Zusammenhänge, die auch über die Nationalgrenzen hinausgehen. Der sagt dann eben dazu Netzwerkgesellschaft, der benutzt den Begriff der Ströme ganz viel. Es fängt an zu strömen und andere Vernetzungsweisen werden aufgebaut. Gibt es dann später aus der Perspektive privatunternehmerischer Monopolisten wie Apple und Microsoft und so weiter, Amazon, Google, die sagen, am Ende des 21. Jahrhunderts
wird, und da spielt KI eine große Rolle, wird sozusagen die Welt nicht mehr durch Nationalstaaten und Regierungen geregelt werden oder organisiert werden oder regiert werden, sondern durch Großunternehmen. Und das sind dann prognostisch gesprochen the Big Nine. Ja, das sind dann 9 Unternehmen. Also ist ja jetzt egal, ob es 9 oder 11 sind. Es ist auch egal, ob das stimmt oder nicht. Das Interessante ist, es geht nicht um Science Fiction, sondern es geht um eine Prognose der Entwicklung von Sozialzusammenhängen. Also das, was wir für die soziale Arbeit als Sozialraum bezeichnen können, ist, wie wird er eigentlich organisiert, von wem wird er generiert, ja, und was bedeutet es, in ihm zu leben? Die aufmerksamen Beobachter dieser Entwicklungen, ich mache sozusagen so eine Mischung aus Kritikerinnen dieser Entwicklung und der Selbstpositionierung derer, die sagen, wir wollen das so haben. Ja. Josef Vogel gehört definitiv zu denen, die das beobachten und massiv kritisieren und bedenklich sagen, dass das, was gerade passiert, nämlich das Plattformsoziale, zu denken ist im Zusammenhang von Netzwerkarchitekturen. Ja. Plattformindustrie und Digitalfirmen sind in diesem Zusammenhang steuern Gesellschaften und fangen an, öffentliche Sphären zu beherrschen. Das Ganze, also man kann sagen, sozusagen Soziales ist so ein Geschäftsmodell geworden. Mit Foucault, nur um das, ich meinte das vorhin, ne, das fast provokant erscheint, so richtig neu, das ist auch nicht überraschend, ist das nicht, weil man könnte für die, die Foucault kennen, Michel Foucault, der Begriff der Biopolitik ist für meine Begriffe schon nah da dran, also dass sozusagen Gesellschaften auch Geschäftsmodelle waren. Man kann sagen, vielleicht ist jede Form von Sozialität auch eine Form von Geschäftsmodell, nicht unbedingt im kapitalistischen Sinne, aber zu sagen, es ist eine Bewirtschaftungsform des selbst erfundenen Gruppenidentitären. Ja? Wir gehören zusammen und wir fangen an, uns auf eine bestimmte Art und Weise zu bewirtschaften. Die Kritik, die auftaucht, ist für meine Begriffe aus der Perspektive der sozialen Arbeit da zu platzieren, zu sagen, selbst wenn man sagen kann, jede Form von Sozialität ist immer auch wirtschaftlich gesprochen eine Form von Ökonomie. Also was ist der Skandal daran, wenn man jetzt anfängt, Sozialitäten als Geschäftsmodelle zu entwerfen? Der Skandal oder die Kritik daran wäre aus der Perspektive der sozialen Arbeit, was bedeutet das für das sogenannte Klientel, wenn wir feststellen, dass diese Netzwerkarchitekturen zwar Soziales erzeugen, aber dass das, was wir an Beteiligung benötigen, um aus prekären Lagen rauszukommen, dadurch in eine Abhängigkeit rutscht, wo wir das, was wir als Selbstbestimmung bezeichnen, überhaupt nicht mehr möglich ist. Es kommt zu neuen Abhängigkeiten, die eigentlich auf etwas folgen, wo man sagen kann, wir hatten doch schon Ideen, wie wir aus diesen, mit Kant gesprochen, aus diesen selbstverschuldeten Unmündigkeiten herauskommen. Es gibt Leute, die tatsächlich davon sprechen, wir sind gerade auf dem Weg in eine neue Unmündigkeit. Das ist eines meiner etwas ironisch gesagt Lieblingszitate. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, mit was für was für einem Geschichtsbewusstsein und gleichzeitig Schamlosigkeit, wenn man das so sagen darf. Eric Schmidt und Jared Cohn, die damaligen, also jetzt nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt 2013, 2012 waren es die CEOs von Google, in ihrem Buch The New Digital Age geschrieben haben, das, worum es ihnen geht, in der Perspektive, was Google in Zukunft sein soll. Ja, 2013, das ist immerhin schon 10 Jahre, 11 Jahre zurück. Und das Buch ist sicherlich vorher entworfen, also sagen wir mal mindestens 15 Jahre, dass eine Art von Sozialvertrag, deswegen sage ich historisches Bewusstsein, ja, wenn man an die Gründungsakten moderner Gesellschaften im Sinne der Sozialverträge denkt, ja, dann sagen sie nichts anderes als eine Art von Sozialvertrag, wo Menschen freiwillig Dinge abgeben oder darauf verzichten, die sie in der physikalischen oder analogen Welt kennen, nämlich Privatheit, Sicherheit, persönliche Daten, man kann es auch mit Datenschutz und so weiter übersetzen, werden sie freiwillig aufgeben oder eintauschen, um die Vorteile
einer vernetzten Welt diese Vorteile genießen zu können. Das heißt, der Sozialvertrag, der hier angedacht wird, und man muss wirklich sagen, Schmidt und Cohen sind bei weitem nicht die einzigen, die in diese Richtung gehen oder gegangen sind, ist zu sagen, unter dem Stichwort Transparenz, alles ist miteinander vernetzt und so weiter. Alles wird gut, wenn alles all-inclusive ist. Ich mache das tatsächlich ein bisschen provokant auf den Inklusionsbegriff. Die Vorstellung, alle müssen miteinander eine Gemeinschaft bilden und alles wird von uns miteinander vernetzt und dann wird alles gut, ist ein Heilsversprechen, das an der Stelle wirklich nochmal aufmerksam machen sollte oder uns wecken sollte, zu sagen, okay, wie funktioniert eigentlich unsere eigene Argumentation, wenn wir über Integration, Inklusion im Kontext von sozialer Ungleichheit sprechen? Wie funktioniert eigentlich das Argument der Vernetzung und der Sozialsysteme, wenn wir also uns das angucken, die übersetzen in einer radikalen Form eine Ebene der Forderung, die wir offensichtlich anders verstehen. Also würde ich jetzt ganz normativ sagen, anders verstehen sollten. Vielleicht kennt jemand von Ihnen auch The Circle, also einen Roman. Da geht es ja genau darum, dass die Idee, es wird alles gut, wenn man den Unternehmen ermöglicht, jeden einzelnen Menschen auf der Welt mit also Device, Endgerät auszustatten, das sich vernetzen kann, weil dann wird schon sozusagen die Steuerung der Komplexität möglich und dann werden auch die ganzen Probleme auf der Welt lösbar. Das ist ein anderer, den Sie auch alle kennen, Mark Zuckerberg von Facebook, heute Meta. Der hat damals ein bisschen später, 2017, in die gleiche Fanfare oder Trompete oder wie das heißt, geblasen. Der hat es ein bisschen aus meiner Perspektive interessant anthropologischer gemacht. Der hat es historisch noch mal radikaler abgeleitet, dass wir in der Geschichte sehen können, dass wir sozusagen nichts, das ist eine lineare Geschichtserzählung, ja, der ich so nicht zustimme, aber ein bisschen ist was dran. Also wir kommen sozusagen von kleineren immer zu größeren Gruppen und innerhalb dieser Sozialentwicklungen kommen wir von Stämmen über Städte zu Nationen. Und auf jedem Schritt, sagt er, werden neue soziale Infrastrukturen gebaut und das meine ich, da ist was dran. Innerhalb dieser größer werdenden arbeitsteiligen Infrastrukturen werden Dinge möglich, die Kleingruppen oder einzelne Menschen gar nicht hätten machen können. Ja, dass wir heute Gesellschaften haben, die über Millionen von Einwohnerinnen verfügen und ganze Sozialsysteme, Hilfesysteme, Versicherungssysteme und so weiter aufbauen können, ist mit aller Seltsamkeit dahinter schon eine beeindruckende Leistung. Das meine ich jetzt so neutral wie möglich, also beeindruckend im Sinne von, das ist nicht von Anfang an klar gewesen, dass die menschliche Evolution so verläuft, dass wir plötzlich mit solchen komplexen Systemen zu tun haben. Was Mark Zuckerberg dann anbietet und mitdenkt, ähnlich wie Cohen und Schmidt, ist zu sagen, heute stehen wir dabei oder kurz davor, den nächsten Schritt zu tun. Und dieser nächste Schritt ist auch, genau wie bei den anderen auch, der Griff nach dem Globalen. Der Post hieß Building a Global Community. Und er sagt sozusagen, die Chancen, die eine global vernetzte Menschheit hat, ist, dass wir die Werte, ja, die Werte, Freiheit, Frieden und so weiter, auch Menschen aus der Armut zu befreien, Bildung zu fördern, Wissenschaft zu fördern, dass die darin liegt, nicht mehr in Nationen und Gesellschaften zu denken, sondern vernetzte Menschheit als eins zu denken, gleichzeitig in ihrer Diversität. Und in einem Interview ist Zuckerberg dann gefragt worden, inwieweit er das sozusagen als Regierungsoberhaupt der Vereinigten Staaten andenken könnte, ob er sich vorstellen kann, Präsident der USA zu werden oder Kandidat zumindest. Und hat er gesagt, das ist völlig Missverständnis. Er hat schon eine Population von 1,5 Milliarden Menschen, die sind weltweit verteilt. Die USA interessieren ihn nicht. Das Interessante ist, ich sage das vor dem Hintergrund, dass wir in der sozialen Arbeit unterschiedlichste Gruppen haben, mit denen wir arbeiten. Ich habe das genau in dem Zeitraum fange ich an der Evangelischen Hochschule als Festangestellter zu arbeiten und ich habe dann, weil mich das interessiert hat, zahlreiche Bachelorarbeiten angenommen, die sich alle mit diesem Social Media Phänomen beschäftigt haben. Und ich war beeindruckt, dass mindestens die Hälfte meiner Studierenden
wahnsinnig begeistert von Zuckerberg und Elon Musk und so weiter waren und gesagt haben, die haben es doch verstanden, wir müssen uns alle vernetzen und das ist doch alles super und die werden es machen und diese ganzen alten blöden Regierungen haben es nicht verstanden. Sozusagen, ich will damit sagen, wir müssen für meine Begriffe ernst nehmen, dass das durchaus attraktiv erscheint. Ja, dass das durchaus offensichtlich eine überzeugende Kraft hat und dass es nicht nur, also ich würde tatsächlich sagen, es wäre ein totales Missverständnis zu glauben, dass die Abhängigkeiten von Smartphone-Nutzung und so weiter eine unfreiwillige ist oder eine ist, die wir diabolisieren müssen. Wir müssen, wie im Umgang mit rechtspopulistischen Positionen, erstmal akzeptieren, Menschen lassen sich von solchen Positionen überzeugen und wir sind nicht die, also ich grenze mich davon ab, ich finde das nicht überzeugend, aber das heißt nicht, dass ich automatisch recht habe oder dass ich in der Position bin, zu sagen, ich habe die Welt verstanden und die anderen sind die dummen und haben es nicht. Das sage ich ganz bewusst, weil die Auseinandersetzung, die wir für meine Begriffe mit diesen Plattformsozialen jetzt haben, ist eine völlig andere, ist eine anders gelagerte, als die, die wir bisher innerhalb von Gesellschaften diskutieren, weil die Diskussionen innerhalb von Gesellschaften immer voraussetzen, dass wir eigentlich wissen, wo der Behälter ist. Ja? Ich habe ein bisschen schmunzelnd, als ich überlegt habe, wie kann ich das darstellen, gedacht, es ist um 10:30 Uhr, ich werde wahrscheinlich müde sein und dann ist Kaffee, ich trinke dann gerne Milch, Kaffee, Latte trinke ich nicht mehr, aber der Latte war dann für so eine Klassengesellschaft doch hilfreich. Habe ich gedacht, um das nochmal klar zu machen, wo für mich der springende Punkt bei dieser Frage der sozialen Ungleichheit als technologische Herausforderung dann ist. Was ihr links seht, ist sozusagen der noch unberührte Latte Macchiato, der in so einer Dreiteilung der Klassengesellschaft, ja oben das klerikale Schaumkrone von Siegfried Krakauer, habe ich überlegt, man kann das schon, ne, ich habe überlegt, wie kann ich diese Mittelklasse, die Mittelschicht, ich habe dann an die Angestellten von Siegfried Krakauer gedacht, der gesagt hat, die Angestellten, also Siegfried Krakauer aus der kritischen Theorie, 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, der hat mal gesagt, die Angestellten, die sozusagen die aufkeimende Mittelklasse oder Mittelschicht ist, die sind eigentlich zwischen Angst abzurutschen in die Unterschicht und faszinierender Forschung, sie könnten Bürgertum sein oder einige träumten, das macht er am Beispiel von solchen Zeitschriften, dann träumen davon, Adel zu werden. Sie sind eigentlich die beschleunigte Form einer neuen kapitalistischen Figur, die eigentlich heißt, wir müssen uns bemühen und wir müssen eine Form von Arbeitsdisziplin an den Tag legen, um nicht abzurutschen und wenn wir Glück haben, nach oben zu kommen. Aber eigentlich haben sie keine eigene Identität. Ja, ich sage das nur, weil ich bei dem Espresso, wie ist so ein Latte Macchiato aufgebaut ist, dachte, wenn man schon assoziieren will, dann, mir ist nichts Besseres eingefallen, dann vielleicht über den Begriff der Beschleunigung. Und die Milch, das ist, finde ich, relativ einfach, sozusagen die Agrarwirtschaft, man kann das als Pyramide denken, ja sozusagen die stellvertretend für die Landwirtschaft, die alle ernährt und so weiter. Also wir haben sozusagen erstmal eine Klassengesellschaft im Latte Macchiato, die, und jetzt kommt die Technologie ins Spiel, die, wenn man ihn trinken will, in der Regel, vor allen Dingen, wenn man da Zucker dazu macht, ja, mit einem Löffel, das wäre die Technik, umrührt und dann haben wir oftmals, bleibt die Schaumkrone ein bisschen durchsetzt mit Zucker und ein bisschen Kaffee kommt rein, aber die Elite ist irgendwie ein bisschen geblieben. Das, was wir zumindest in unseren Breiten für uns beanspruchen, auch als Erfolg, ist, wir haben eine relative Durchmischung erreicht. Also wenn man jetzt die letzten Wochen anguckt, dann sind die Zahlen über die Segregation auch in Deutschland, dass wir sozusagen die Schere zwischen Arm und Reich wieder größer wird, seit Jahren, aber offensichtlich noch stärker als in den letzten Jahren. Diese Durchmischung, auf die wir viel gesetzt haben, die scheint wieder auseinanderzugehen. Warum ich euch das zeige oder Ihnen zeige, ist, mir geht es darum, wie wir, also das ist jetzt ja eine vielleicht völlig absurde, aber eine Metapher, die Sie hoffentlich ein bisschen zum Schmunzeln bringt, ist, das Glas ist die Gesellschaft und die Technologie, die wir einsetzen, wenn wir sie richtig einsetzen, durchmischen wir die Gesellschaft und das ist dann gut. Das wäre von meiner Position her sozusagen dazu gehörte, könnte auch die soziale Arbeit gehören, dass sie sagt, okay, mit neuen Technologien müssen wir einfach gut rühren, wir müssen neue Rührtechniken entwickeln, damit wir die Durchmischung aufrechterhalten. Ich glaube, das ist genau der Trick daran, solchen Bildern nicht zu folgen.
Weder haben wir Behälter innerhalb deren Soziales sich abspielt, noch haben wir Technologien, die wir in die Behälter reinstecken können, um dann innerhalb dieser Gesellschaften irgendetwas besser oder schlechter zu machen, sondern wir können dieses Mittel zum Zweck, dieses instrumentelle Verständnis, sollten wir ad acta legen. Ja? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant, wir können darüber diskutieren, ob das so radikal gedacht werden muss, aber erstmal würde ich sagen, lasst uns in eine andere Richtung gehen. In Anspielung auf Das ist keine Pfeife, auf das berühmte Bild, habe ich mal einen Computer mit der Unterschrift Das ist kein Hammer. Weil Martin Burkhardt gesagt hat, der größte Irrglaube bei der Digitalisierung oder bei Computern ist die Annahme, man habe es mit einem Werkzeug zu tun, das man wie einen Hammer im Griff haben könnte. Was drückt, wenn es kein Werkzeug ist, ist dann etwas, was man mit Ökologie beschreiben kann. Wir haben sozusagen nicht mit Werkzeugen zu tun, die wir einsetzen. Ja, weder in der Gesellschaft noch in der Hochschule noch individuell in unserem Alltag. Und dann haben wir ein Mittel, mit dem wir einen bestimmten Zweck verfolgen. Das mag erstmal kontraintuitiv klingen, weil wir permanent im Alltag eigentlich Beweis führen können, der Zweck meines Smartphones ist, meine Freundin anzurufen oder meine Familie. Mein Computer dient dazu, meine Hausarbeit zu schreiben und, shoppen zu gehen. Wir haben überall Mittel zum Zweck. Was mit der Plattformsozialität gemeint ist, ist, also in meiner Interpretation und derer, die ich da gerade teilweise zitiert habe und noch ein paar mehr, ist das Missverständnis, also was Martin Burkhardt als Irrglaube bezeichnet, ist, das, was wir machen, ist nicht das, was bei rauskommt. Ja? Wenn wir einen Zweck oder ein Ziel verfolgen, aktivieren wir eine Infrastruktur, deren Prozesslogik und deren Produktionslogik auf was völlig anderes hinausläuft als das, was wir als Ziel im Blick haben. Also das, was wir erzeugen damit und ne, deswegen generative AI und so weiter, das, was wir tatsächlich erzeugen, das, was wir in einem Größenmaßstab verändern, ohne dass wir das wahrnehmen, ist genau das eigentliche Ergebnis. Ein Stichwort ist Big Data und so weiter, aber aus der Perspektive der Tech-Monopolisten ist es egal, ob ich Interesse an einem Produkt habe. Interessant ist, warum habe ich ein Interesse an einem bestimmten Produkt? Und wenn ich die Datenlagen habe, also das Datafizieren des Alltagslebens, dient nicht dazu, mir zu helfen, sondern dient dazu, den Programmen, die ich gerade nur skizziert habe, nämlich die Welt auf eine Art und Weise zu vernetzen, dass ich neue Regierungsmöglichkeiten habe, dass ich neue Absatzmärkte habe, dass ich neue Geschäftsmodelle entwickeln kann. Und deswegen, dass ich neue Sozialitäten entwickeln kann, die auch eine Machtverschiebung von dem bedeuten, was wir bisher als Gesellschaften bezeichnet haben, eben zu dem, was Lofink und andere als Plattformsoziales bezeichnen, was aber immer noch ein unbestimmter Begriff ist. Ja, aber das wäre sozusagen aus der Perspektive der sozialen Arbeit für meine Begriffe die Zielbestimmung in dem, was ich ganz am Anfang zitiert habe. Was ist die Herausforderung für die soziale Arbeit, wenn wir mit der fachlichen Logik an die Frage des Digitalen oder heute an die KI und so weiter gehen? Was verbinden wir da eigentlich? Und ich würde tatsächlich wirklich davor warnen, das ist die erste wichtige Botschaft in dem Vortrag, es sind wirklich keine Werkzeuge, die wir im Gesellschaftsbehälter gut oder schlecht einsetzen. Ja, die Technik erzeugt Soziales. Hilfreich, und das ist für mich eine schöne Geschichte, ist, dass das Grundverständnis von Technik als generierende Kraft von sozialen Zusammenhängen, die ist auch nicht neu. Ja? Es gibt in der Antike die schöne Geschichte, oder ich finde sie schön, Glaukon, der Bruder von Platon, hat Sokrates als Schüler und sagt, gibt ihm und anderen die Aufgabe, sie sollen eine gerechte Gesellschaft. Ja, also das, was man aus der Perspektive der sozialen Arbeit vielleicht als Idealvorstellung setzen kann, wie sähe eine gerechte Gesellschaft aus? Die bekommen die Aufgabe von Glaukon zu sagen, sagt, wie könnte eine gerechte Gesellschaft aussehen? Und Sokrates ist derjenige, der am Tag der Abgabe, ja, wenn die Deadline der Prüfungsleistung abgelaufen ist, nicht erscheint. Und Sokrates, eigentlich sein bester Schüler, Glaukon ist verwundert, warum kommt er nicht, warum gibt er nichts ab, taucht ein paar Tage später auf und sagt, ich habe natürlich nachgedacht, ich bin nicht gekommen, weil ich keine Lösung gefunden habe. Und ich wusste nicht, wie ich dir erklären soll, dass ich keine Lösung gefunden habe. Und dann sagt Glaukon, ich kann mir nicht vorstellen, dass du keine Lösung gefunden hast. Sag doch mal, worüber du nachgedacht hast. Und Sokrates sagt, also aus der heutigen Perspektive könnte man sagen, ein soziales System zu entwerfen, kann nicht gerecht sein. Soziale Systeme müssen immer ungerecht sein. Und
ich habe dann mir überlegt, wie kann man diese Ungerechtigkeit aber als Gerechtigkeit erzählen? Und dann sagt Sokrates, heute würden wir sagen, das Storytelling könnte sein, dass wir sagen, ihr seid, also zur Bevölkerung Athens, ja, ihr seid nun also freilich, werden wir weiter erzählen, zu ihnen sagen, alle, die ihr in der Stadt seid, Brüder, alle gehören zusammen, alle sind miteinander verwandt. Der bildende Gott aber hat denen von euch, welche geschickt sind zu herrschen, Gold bei ihrer Geburt beigemischt, weshalb sie denn die köstlichsten sind, den Gehilfen aber Silber und Eisen hingegen und Erz den Ackerbauern und übrigen Arbeitern. Weil ihr nun so alle verwandt seid, dürftet ihr meistenteils zwar auch selbst ähnliche erzeugen, also Nachkommen der gleichen Stände, indem ein Götterspruch vorhanden sei, dass die Stadt dann untergehen werde, wenn Eisen oder Erz die Aufsicht über sie führe. Und diese Erzählung also ihnen glaublich zu machen, weißt du dazu irgendeinen Rat? Also Sokrates bedient sich einem technischen Trick in der Vorstellung, das könnte eine Gesellschaft organisieren, die zwar, das weiß er sofort, eigentlich ungerecht ist, weil alle eben nicht gleich sind, obwohl sie offiziell Brüder sind. Aber seine Idee ist, die Götter bestimmen, indem sie verschiedene Metalle den Kindern in die Wiege legen, dass es gar nicht eine Entscheidung ist, die man treffen kann, sondern das ist sozusagen die natürliche Ordnung oder die göttliche Ordnung. Man muss nur hinbekommen, das den Menschen auf eine Art und Weise zu erzählen, dass sie daran glauben. Und daran glaubt Sokrates selber nicht. Er sagt, warum sollen die Leute das denn glauben? Das ist doch völlig absurd. Und dann sagt Laokoon, ja, nirgendwie, dass sie selbst es glauben sollten, jedoch ihre Söhne wohl und deren Nachkommen und die übrigen späteren Menschen. Also Laokoon sagt, das stimmt. Ja, für die erste, zweite Generation mag das schwierig sein, die werden sich vielleicht verarscht fühlen. Aber die danach kommen, die dritte, vierte, fünfte Generation und so weiter, die wird sich gar nicht mehr daran erinnern, dass es eine Erfindung war. Und die wird das als gerechte Ständegesellschaft, Klassengesellschaft empfinden, weil die Götter das so bestimmt haben. Sozusagen das Storytelling ist dann irgendwann so vergessen in seiner Erfindung, dass wir dann daran glauben, dass es naturwüchsig oder gotteswüchsig. Ich erzähle das deshalb, dass es, da bin ich ehrlich, das ist vielleicht eine Provokation. Ich glaube auch, wir in der sozialen Arbeit setzen dem sozusagen eine Erzählung auf, die heißt, die Gesellschaft, die moderne nationale Gesellschaft ist im Sinne von Wohlfahrtsstaat und repräsentativer Demokratie das Höchste und das Einzige, was man verteidigen muss. Und wir arbeiten nicht daran, sozusagen nachgesellschaftliche Sozialzusammenhänge anzudenken. Und ich muss zugeben, wenn ich mir die aktuelle politische Lage angucke, bleibt mir so ein Satz im Halse stecken. Ich fühle mich zurzeit selber massiv unter Druck. Mir macht es Spaß, darüber nachzudenken, aber ich fühle mich massiv unter Druck bei dem ganzen Rechtsruck und so weiter, gegen repräsentative Demokratien zu argumentieren oder nachgesellschaftliche Verhältnisse anzudenken. Als ich ganz am Anfang gesagt habe, es ist ein Experiment, sich da reinzudenken, glaube ich aber umgekehrt, wir lösen das trotzdem, also die Probleme, die gerade massiv werden, wir lösen sie nicht, wenn wir daran festhalten. Ja, das ist eine schwierige Behauptung, das gebe ich zu. Und ich habe auch Bauchschmerzen damit. Und trotzdem traue ich mich, das auch hier in so einem semi-öffentlichen Raum zu sagen. Anja Weiß, die das vor Jahren unter anderen Bedingungen aber empirisch belastbar gemacht hat, hilft mir da. Ne, die hat gesagt, die politische und wissenschaftliche Debatte über soziale Ungleichheit lässt wesentliche Dimensionen außen vor, wenn sie sich nur auf den nationalen Rahmen beschränkt und für die Struktur globaler Ungleichheiten blind bleibt. Was sie macht in ihrem Buch, ist tatsächlich sozusagen andere Raster anlegen, um soziale Ungleichheit zu messen. Für mich, und in diesem Kontext ist aber wichtig, ist vielmehr gilt es zu erkennen, dass nicht alle Menschen im Rahmen ihres Landes, also das, was ich mit dem Latte Macchiato, das Glas wäre der Rahmen, ja, ihres Landes positioniert sind und dass sie um Zugänge zu Kontexten konkurrieren, in denen sie ihre Ressourcen einsetzen und in Lebenschancen verwandeln können. Das Plattformsoziale, das muss man ihm lassen, bietet heutzutage alternative Vernetzungsmöglichkeiten an, die für die eine oder andere Person in bestimmten prekären Lebenslagen durchaus ein Versprechen auf Verbesserung hat, was bedeutet, dass das zumindest ein Indiz dafür ist, dass wir soziale Ungleichheit nicht nur im Kontext, wie das auch die UN macht, im Sinne von Vergleich von Bruttoinlandsprodukt und nationalstaatlichen Bevölkerungsvergleichen versuchen zu messen, sondern wir brauchen auch neue Raum- und Zeitdimensionen, um soziale Ungleichheit denken zu können. Das heißt, wenn wir das ernst nehmen, dann haben wir nicht mit Bürgerinnen und Bürgern oder
Bevölkerung im klassischen Sinne, sondern wir haben über das Plattformsoziale eine Kategorie, die ich, das weiß ich von anderen Kolleginnen, Nutzerinnen, hat in der sozialen Arbeit eine andere Konnotation als die, die ich jetzt hier benutze. Ich meine Nutzerinnen nicht in dem Kontext, der zumindest in der sozialen Arbeit manchmal verwendet wird, sondern aus dem Plattformsozialen heraus ist User oder Nutzerin ne, oder Using, Nutzen eine fatale Verkümmerung von Handlungsmöglichkeiten, weil es bedeutet, dass wir sozusagen, Manfred Fass hat es mal als allgemeine Proletarisierung bezeichnet, die bedeutet, Menschen geraten in unternehmerische Nutzungszustände, die jederzeit kündbar sind. Das heißt, es gibt nie eine Garantie darauf, dass das, wenn ich es nicht bezahlen kann, wenn ich die Lizenzgebühren, wenn ich bestimmte Sachen unterlaufe, dass ich meinen sozialen Zusammenhang, der mir gerade gewährt wird als Nutzerin, aufrechterhalten kann. Ich habe kein Mitspracherecht, ich habe kein Erhaltungsrecht, ich habe kein Erzeugungsrecht. Und gleichzeitig, das würde Anja Weiß oder würde ich mit Anja Weiß sagen, sind das aber Praktiken, die auch unser Klientel tagtäglich, je nachdem, wo man hinguckt, mehr oder weniger nutzt, um diese Lebenschancen, ja, und die Lebensträume und so weiter, im Versuch, die zu materialisieren, tagtäglich nutzen. Unser Klientel, nicht nur Jugendliche und Kinder, sind massiv über digitale Medien dabei, ihren Alltag zu gestalten. Und das ist, ich sage es nochmal, nicht einfach, weil wir gar nicht mehr anders können. Das ist erstmal eine Form auch von Vertrauen und eine Begeisterung für neue Möglichkeiten, die man nicht zu schnell in den Eimer kloppen sollte. Ja, jetzt bin ich fast fertig. Ich gucke mal auf die Uhr. Ich habe relativ gut kalkuliert, glaube ich. Warum biotechnologischer Systemwechsel? Wenn Sie und ihr mir bis dahin folgen konntet, ernst zu nehmen, dass Gesellschaft oder Sozialräume nicht mehr so einfach zu definieren sind. Auf der Suche nach Begrifflichkeiten, womit haben wir es dann zu tun und was bedeutet das für soziale Ungleichheit? Und ich habe das ja elektronisch Verstärkte genannt, ja. Was bedeutet das, wenn wir versuchen wollen, das zu denken? Deshalb biotechnologischer Systemwechsel, weil wir dann das, was wir als Mensch auf der einen Seite und Technologie auf der anderen Seite und dann vielleicht noch Gesellschaft als Behälter, als dritte Akteursgröße im Kopf haben, denken müssen als eine vernetzte Form von Existenz, die nicht mehr diese Trennung ermöglicht. Ja, also die wird dann unplausibel, sondern wir brauchen dann eine Idee davon, womit haben wir es zu tun. Und das wäre dann eben ein Systemwechsel, der sich biotechnologisch ausprägt. Also das heißt, dass wir sozusagen BIOS oder den Menschen als Lebendes von der Technik nicht trennen können. Das wäre der erste wichtige Schritt. Und Willem Flusser, ein Medientheoretiker, den ich sehr schätze, der hat das mal so formuliert, dass also um Technik, sagen wir mal, aus dem technokratischen digitalisierten Raum etwas zu befreien und anders zu besetzen, hat er gesagt, nehmen wir an, dass wir wissen, was Technik, jetzt muss ich mal kurz hier selber, sonst kann ich es nicht lesen, was Technik meint und stellen wir uns vor, wie es ohne sie aussehen würde. Das ist unvorstellbar. Nicht nur würden wir da nicht gehen, also Lauftechniken, Essenstechniken, eine Kochtechnik und so weiter und Atemtechniken, denn all dies setzt eine Technik voraus, sondern wir würden nicht einmal nicht gehen, nicht essen und nicht atmen. Die Tatsache, dass wir uns Abwesenheit von Technik nicht einmal vorstellen können, legt nahe, dass Technik ein Wort ist, welches etwas meint, das so eng mit uns verbunden ist, dass wir davon nicht Abstand nehmen können. Die hier vorgeschlagene Definition von Technik ist Existieren. Und ich glaube, gegen den Begriff der Existenz als also als helfender Begriff zu sagen, über welche Existenzen sprechen wir eigentlich? Und die sind vielfältig, ja, wenn wir unser Klientel angucken, gerade wenn wir über Ungleichheiten sprechen oder Ungerechtigkeiten, prekäre Lebensformen, dann ist der Begriff Existieren im Sinne von Flusser hilfreich für meine Begriffe zu sagen, okay, wenn wir das als Äquivalenz zur Technik denken, dann kommen wir einen Schritt weiter zu verstehen, auch in Bezug auf KI, das, was gerade passiert, das, womit wir gerade konfrontiert sind, sind neue Existenzformen. Ja, und das ist für meine Begriffe erstmal total hilfreich, weil es bedeutet, dass wir den Gegenstand, mit dem wir zu tun haben, tatsächlich von dem können wir dann neu ausdenken. Wir können den reformulieren und dann können wir von dem aus neu starten,
Was ist eigentlich das, was ganz am Anfang in dem Zitat beim Handbuch der Digitalisierung war? Was ist eigentlich die Herausforderung für die fachliche Logik der sozialen Arbeit? Die fachliche Logik der sozialen Arbeit, soweit ich sie im Alltag kenne und auch gelernt habe, ist, dass wir erstmal von Menschen als Individuen ausgehen, die wir dann auch in der Regel diskutieren, wie sie Techniken begegnen, wie sie sie einsetzen können. Ja, deswegen, das wäre eine Veränderung. Gregory Bateson, das ist interessant für mich, weil das sozusagen diese Ideen alle so neu nicht sind. Das hat einen guten Grund, weil es am Ende auch nicht so neu ist, ja. Macht das auch. Sozusagen Gregory Bateson hat als sehr ökologiebewusster, also sehr, sehr, wie soll man dazu sagen, komplexen Verständnis von was Ökologie ist, geschrieben, was denkt. Ja, also kognitive Prozesse, was denkt und sich auf Versuch und Irrtum einlässt, ist der Mensch plus Computer plus Umgebung. Und die Grenzen zwischen Mensch, Computer und Umgebung sind rein künstliche, rein fiktive Linien. Sie sind Linien durch die Wege, auf deren Informationen oder Unterschiede übertragen werden. Sie sind keine Grenzen des Denksystems. Was denkt, ist das Gesamtsystem, das sich auf Versuch und Irrtum einlässt, nämlich der Mensch plus die Umgebung. Die Einheit des Überlebens besteht aus Umwelt plus Organismus. Warum ist das wichtig? Weil das bedeutet, das schärft die Problemlage in Zeiten von Plattformsozialen, weil da würde ich dran festhalten, das Denken, unsere kognitiven Kapazitäten, die wir haben, sind welche, die nicht einfach da sind, die entwickelt werden, die aber schützenswert dahingehend sind, dass wir, wenn wir verstanden haben, dass unsere kognitiven Systeme eben nicht an der Haut Halt machen, dass das, was uns ausmacht als Denkpotenzial, also als Wesen, die eine kognitive Kapazität haben, die im besten Sinne unbestimmt bleibt, dass es dann eigentlich eine Pervertierung dieses Verständnisses ist, wenn Teile dieses kognitiven Systems auf eine Art und Weise produziert, patentiert und als Produkte auf den Markt geschmissen werden, wo ich sagen kann, wenn ich Glück habe, kann ich gute Anteile meines Selbst zu einem erschwinglichen Preis kaufen. Und wenn ich richtig Glück habe, bleiben die bestehen. Und wenn ich Pech habe, habe ich keinen Zugang zu mir selber, werde ausgebeutet. Shoshana Zuboff hat es mal als digitale Sklaverei bezeichnet. Und ich komme sozusagen, komme in Abhängigkeiten, wo ich im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr Herr oder Frau meines Selbst bin. Ja, deswegen die Frage selbst, wie auch immer, aber sozusagen eine neue Unmündigkeit. Die aber in dem Sinne nicht einfach nur darüber argumentiert werden kann, der Kapitalismus ist so stark oder die Unternehmen sind so stark, sondern sie wird flankiert, das würde ich tatsächlich behaupten, von einem fehlenden Verständnis des eigentlichen Gegenstandes, den wir als Mensch in der sozialen Arbeit bezeichnen. Wir trennen zu oft noch Mensch von der technologischen Umgebung, die heute eine Form von sozial generierender Umgebung ist. Wir müssen für meine Begriffe wirklich an der Stelle ansetzen, zu sagen, wir müssen diese Dinge auf eine Art und Weise als Ausgangspunkt eines ökologischen Verständnisses nehmen, der uns dazu bringt, das eigentlich, den eigentlichen Gegenstand der sozialen Arbeit neu denken zu können. Doch ein bisschen Science Fiction. Jetzt bin ich wirklich gleich am Ende, was ich sehr hilfreich finde, weil es Alex Rivera 2008 hat, ein mexikanischer Science-Fiction-Film, Sleep Dealer, der das auf eine ganz wunderbare Art und Weise illustriert. Da geht es um Maquiladoras, also da sozusagen die an der US-mexikanischen Grenze, vor allen Dingen aus der Textilindustrie stammenden Produktionsstätten für die USA, aber außerhalb der USA, weil die Unternehmen in den USA die Verantwortung für die Arbeiterinnen weder im Sinne von guter Bezahlung noch Sozialversicherung und so weiter übernehmen wollen. Das heißt, sie produzieren kennt man ja, im sogenannten globalen Süden wird produziert und im globalen Norden wird konsumiert. Alex Rivera übernimmt das in seinem Science-Fiction-Film und macht Cyber-Maquiladoras, die mit VR-Brillen sozusagen in Mexiko arbeiten, aber in den USA Städte bauen. Also das, was Sie da sehen, sind sozusagen Menschen, die in Avataren, die sehen in ihren, also die haben Brillen auf und Kopfhörer. Diese Avatare, die sie steuern, sind physisch Roboter. In Chicago zum Beispiel, und sie bauen mit diesen Robotern in Chicago Gebäude, sitzen aber in Mexiko.
Das ist 2008. Wir haben diese Situation nicht weit verbreitet, aber wir haben sie längst. Ja, ich war jetzt in zwei verschiedenen VR-Projekten dran beteiligt. Da ging es darum, wie man mit VR-Anwendungen kontinentalübergreifend in der Industrie mitbauen oder mitgestalten kann, indem man von Japan aus die Leute hier vor Ort mitberät, indem beide das gleiche Programm auf den Augen und auf den Ohren haben. Die Reorganisation von Raum und Zeit, ich sage es nochmal mit Anja Weiß, wir müssen sie ernst nehmen. Wir haben nicht mehr territoriale Logiken alleine, sondern wir haben virtuelle Räume, deswegen sind sie real. Wir haben Mixed Realities, die sind auch real und sie ermöglichen neue Ausbeutungssysteme, aber sie ermöglichen auch Soziales neu zu denken und sie ermöglichen auch zu sagen, wir können Raum-Zeit-Dimensionen neu entwerfen und sollten das für meinen Begriff auch tun, weil sonst wird das Geschäft woanders gemacht, im schlechtesten Sinne. Ja, das heißt, als so eine Form von Ergebnis ist soziale Ungleichheit ist für meine Begriffe nicht gut beraten, innerhalb von Gesellschaftscontainern organisiert zu werden. Ja, das macht historisch Sinn, aber diese historische Linie kommt an ihr Ende. Soziale Ungleichheit ist sozusagen ein systemimmanentes Ordnungsproblem. Und aus meiner Antirassismuszeit, wir haben vor vielen Jahren diese Kampagne gestartet, Demokratie statt Integration. Das war damals provokant gemeint, weil der Integrationskurs damals sozusagen in einem CDU-geprägten Hessen und so weiter oder auch Deutschland Integration so ein Schlachtruf auch der Konservativen gegenüber Migrantinnen und Migranten waren. Aber warum ich das hier mit aufrufe, ist, was mir bis heute daran sehr gut gefällt, ist Demokratie als eine Methode zu denken, die heißt, wenn ich das, was ich jetzt ausgeführt habe, anders verstehe, dann bedeutet es den gesellschaftlichen Systemvorsprung als Zeit. Das System ist immer schon da und wertet, und deswegen ist da die systemimmanente Ungleichheit drin. Damit das System immer den zeitlichen Vorsprung haben kann, muss es bestimmen, was seine Teile sind. Ja, es muss bestimmen, das sind meine Staatsbürgerinnen, das sind meine Zielgruppen, das sind meine Menschen mit oder ohne Beeinträchtigung. Die Teile erleben notgedrungen immer eine Abwertung, weil sie immer vom System bestimmt werden, wer sie sind. Und das, was wir mit den Plattformsozialen gerade erleben, erstmal auf erster Instanz ist, die Teile werden schneller als die Systeme. Sie vernetzen sich, ohne dass die bisherigen Systeme sagen können, ich bestimme, wie du dich vernetzt. Ja, das meinte ich vorhin, unser Klientel vernetzt sich, dann reden wir über Datenschutz, darf es das und so weiter. Aber sie machen es, ja. Sie vernetzen sich und sie sind schneller als die gesellschaftlichen Betriebssysteme und sie sind variationsreicher. Das ist das, was Anja Weiß sagt. Sie sind nicht mehr in den territorialen gesellschaftlichen beheimatet, ja, soziale Ungleichheit. Und das bedeutet für mich, dass wir, wenn wir methodisch aus der sozialen Arbeit über soziale Ungleichheit nachdenken wollen, wie können wir damit umgehen, vielleicht an etwas rangehen sollten, was Anna Zing-Lovenhaupt in ihrem Buch Der Pilz am Ende der Welt mal mit Kontamination und Kollaboration beschrieben hat. Ja, sie schreibt aus der Tatsache, dass welterzeugende Bestrebungen durch Kontamination verändert werden, könnten gemeinsame Welten und neue Richtungen erwachsen. Kollaboration heißt, trotz der Unterschiede zusammenzuwirken, was letztlich zur Kontamination führt. Ohne Kollaboration sterben wir alle. Das ist eine positive Formulierung dessen, was mit Plattformsozialen zurzeit als Geschäftsmodell passiert, nämlich dass neue Richtungen entstehen, also das, was ganz am Anfang diese aktuellen Entwicklungen von generativer KI und so weiter auftaucht, das sind schon Formen von Neuzusammensetzungen. Sie werden nur auf eine Art und Weise betrieben, die nicht wünschenswert ist. Aber sie sind, solange sie so betrieben werden, durchaus ernst zu nehmen als neue Sozialentwürfe. Ja, also ich will mit Anna Zing sagen, ich würde auch darauf setzen, neue Kollaborations- und Kontaminationsentwürfe zu denken, die sich trauen zu sagen, ich bin nachgesellschaftlich, aber ich bin auch nicht Plattformsoziales. Technologie als Neukodierung wäre dann das Programmatische, was Rua Benjamin in ihrem wirklich lehrenswerten Buch Race After Technology in für meinen Begriff genau gleichen kritischen Reformulierung und Denken aufgreift. Sie sagt nämlich, dass die digitalen Technologien gerade in den USA zu einer unglaublichen Verstärkung, daher kommt es mit der elektronischen Verstärkung, einer unglaublichen Verstärkung des Rassismus geführt hat. Und sie schreibt aber auch, und das ist aber absurderweise eigentlich gar nicht zu erwarten gewesen, weil die Digitaltechnologie eigentlich durch diese Nutzungsoffenheit
eigentlich das Versprechen in die Welt gesetzt hat, wir hören mit Rassismus, mit Identitäten und so weiter aus. Menschen können sich vernetzen jenseits dieser Kategorien, also jenseits der Systemkategorien, die die Teile abwerten. Und ich würde immer noch daran festhalten, ja, das mag irgendwie noch so ein alter Cyberpunk oder eine Tech-Nostalgie sein. Ich würde sagen, man muss aufpassen, dass es nicht zu nostalgisch wird. Man muss es ein bisschen ernsthafter betreiben, aber ich würde daran festhalten zu sagen, soziale Ungleichheit bekämpfen wir, indem wir Technosoziales neu definieren oder Mensch-Geräte-Netzwerke neu definieren. Donna Haraway, die darf nie fehlen, ja, die schreit deswegen bis heute, ja, Cyborgs fürs irdische Überleben, also die Verbindung von Mensch und Geräten als Ontologie, als Seinsform, ja, als Existenzform. Das ist das Programm, wo die soziale Arbeit, ich sage ganz bewusst, mir gefällt der Cyborg-Begriff besser als der Posthumanismus-Begriff, aber das ist eine Geschmackssache. Aber ich finde es interessant, das nicht zu schnell abzutun. Und das heißt, in Folge, um das in die aktuelle Debatten mit reinzubringen, dass wir das, was wir zurzeit eben auch im Kontext von KI diskutieren, nicht auf der Ebene von Realpolitik diskutiert werden sollte. Ja, ich finde es das super, dass Red Lofink das so gesagt hat, was wir nicht brauchen, ist eine weitere Realpolitik oder einen noch gewalttätigeren globalistischen neoliberalen Konsens. Unsere zerbröckelnde Welt braucht dringend neue Vokabeln oder Vokabularien und Visionen. Also wir brauchen eine Entwurfsidee und den Mut zu sagen, wir müssen die Verteidigung gegen das, was gerade passiert, läuft nicht in der Verteidigung des Bestehenden oder des Bekannten, in der Vorstellung, das Neue ist das Böse. So, das ist Schluss. Ja, also nochmal zusammengefasst, ich würde dafür plädieren, KI ist wirklich kein Instrument, das innerhalb von sozialer Systeme eingesetzt werden kann. Ja, das ist sozusagen die infrastrukturelle Wende. Ist programmatisch. Wir haben es mit neuen Sozialsystemen zu tun. Die mit KI verbundenen Infrastrukturen erzeugen eben soziale Zusammenhänge und es geht um Entwurfsrechte an sozialen Zusammenhänge und nicht um Integration oder Inklusion in bestehende soziale Zusammenhänge. Das können wir gleich diskutieren. Die Trennung und von Mensch und Technologie ist entsprechend irreführend und soziale Arbeit könnte, wenn man das perspektivisch so denkt, wäre eine Aufgabe zu sagen, okay, sie muss Teil dieser Infrastrukturwende oder der biotechnologischen Systemwechsellogik werden und sie muss nicht in Verteidigung der Gesellschaften auftreten oder der repräsentativen Demokratien und sie muss auch nicht als Befürworterin oder Gegnerin der Plattformsozialität auftreten, sondern sie muss verstehen, Technologieentwicklung ist Gegenstand oder sollte Gegenstand der alltäglichen Praxis werden. Ja, das ist herausfordernd, ich kann es auch nicht zu Ende denken, aber das ist eine Ableitung aus dem, was gerade passiert. Das ist zumindest mein Angebot. Und das zeige ich jetzt nur, weil mir das wirklich schwerfällt, ja, in den aktuellen Zeiten so eine These loszutreten, weil ich das wahnsinnig bedrohlich finde. Das nochmal als Beweisführung, warum ich glaube, wir können nicht zurück. Die Verschränkung von Alltagsleben mit privatwirtschaftlich produzierten und organisierten Infrastrukturen provoziert in Folge eine schwierige und schwache Verteidigungshaltung repräsentativer Demokratien, weil Nutzerinnen eben keine Bürgerinnen mehr sind. Hinzu kommt, dass die ohnehin schon fragwürdige Fiktion eines eigenen Volkes, ja, also die Demokratie als Trägerschaft demokratische Verhältnisse zum zentralen Bezugspunkt für rechtspopulistische Bewegungen geworden sind. Wir sind das Volk, ist etwas, damit konnte ich noch nie, aber immer weniger was anfangen. Also die Legitimationskraft von Demokratie zu sagen, wir wissen, was das Wir ist, wird gerade zum Einfallstor derer, die die Demokratie angreifen. Insofern würde ich mit allen Bauchschmerzen wirklich dazu aufrufen, die Frage der sozialen Ungleichheit da zu verorten, wo es darum geht, Demokratie neu zu denken im Sinne von neuen Sozialentwürfen. Und dazu dienen das Verständnis von Technologie nicht, wie wir sie einsetzen, sondern als Existenzform. So, wie ist es? So, vielen Dank.